Gespenstische Stille, vorbeischwimmende Gegenstände, unter Wasser stehende Häuser und Autos. Die Bootsfahrten der Rettungskräfte sind beängstigend und nicht gerade ungefährlich. Seit 2 Tagen helfen Einsatzkräfte aus ganz Bayern, die Situation in Fischerdorf schnellstmöglich wieder in den Griff zu bekommen. Zwischendurch hat man noch massive Probleme mit Gastanks, die aufgeschwommen und leckgeschlagen sind. Die mussten dann verschlossen werden durch Taucher. Bisschen eine heikle Geschichte. Trotzdem, für die Hilfskräfte war klar, dass sie hier helfen werden. Über 100 Mal haben sie schon Anwohner durch das Katastrophengebiet gefahren. Die holen sich ja dann die Sachen, was zum Ozean, wenn sie noch was zum Ozean holen können, weil viele, die waren nicht in die oberen Stockwerke wohnen, die können gar nichts holen, die können bloß schauen, wie ihre Wohnung Land unter ist und so. Wir haben uns im Wartebereich mit Betroffenen unterhalten, also das sind schockierende Schicksale, wo ich sage, die Leute, die haben Probleme, da möchte ich nicht tauschen und da weiß ich aber auch, warum dass ich da bin. Doch nicht nur die Menschen brauchen jetzt die Hilfe der Rettungskräfte, auch die Tiere sind darauf angewiesen. Wir haben heute schon 120 Schildkröten gerettet, viele Katzen, 3-4 Hunde von Dächern schon geholt, Hühner haben wir schon aus dem Stall geholt und auch 2 Geckos haben wir schon gefunden. Die Rettungsaktionen sind dabei oftmals dramatisch. Viele der Tiere verkriechen sich oder flüchten zum Beispiel aufs Dach. Vor kurzem wurden noch 2 Hühner per Schlauchboot in Sicherheit gebracht. Wie wir das mit dem Boot gehabt haben, die haben keine Paddel, nichts gehabt. Die haben dann sich irgendwas gesucht, haben sich dahin geschlichen, dass sie da reingekommen sind. Mussten dann auch noch hinten rein, also es war sehr tief. Es war schon eine gefährliche Geschichte, aber ich muss sagen, die haben es alle beide super gemacht. Und wir haben aufgepasst, dass nichts passiert ist. Anschließend brauchen die Tiere erst einmal einen trockenen Platz und jemanden, der sich um sie kümmert. Hier helfen alle zusammen. Die Hühner zum Beispiel sind momentan in den höheren Lagen Deckendorfs untergebracht. Die haben wir direkt zur Versorgung mit Enten zusammen und mit einem Hund auch zusammen nach Gut Eiderbichl hochgebracht aufs Gut. Und die werden dort versorgt vor Ort. Da sind genügend Helfer da bei uns. Und wir haben heute und gestern und den Tag davor Winzer, das ganze Dorf, quasi evakuiert. Wir haben die ganzen Bauernhöfe ausgeräumt. Wir haben die Rinder bei uns aufgenommen. Und wir haben Schweine verteilt auf die verschiedenen Bauernhöfe bei uns. Neben den Haustieren in den überfluteten Gebieten kümmern sich die Helfer vor Ort ganz aktuell auch noch um diejenigen, die ihr Zuhause trotz Evakuierung nicht verlassen können oder wollen. Es sind nach wie vor noch einzelne Personen drin, die von uns versorgt werden, die wir auch regelmäßig abklappern, ob es ihnen auch gut geht. Teilweise sind natürlich keine Handyverbindungen oder Telefonverbindungen mehr da. Die Häuser sind ohne Strom. Also uns wäre es lieber, die würden alle rausgehen, aber das ist leider also für uns nicht möglich, die gewaltsam rauszuholen. Und wer nicht will, den müssen wir halt da lassen. Wir versorgen die dann halt. Und auch wenn das Wasser weg ist, werden die Fischerdorfer jede Hilfe brauchen, die sie kriegen können. Vor allem das von Heizöl, Tierkadavern und anderem Unrat verunreinigte Wasser wird dann sehr viel Dreck und Arbeit hinterlassen.